Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutsche Übersetzung von den G-Trends. Ich gehe erstmal schlafen. Guck mal, ich hab einen sehr agilen Schlaf. Nachdem ich dich so hart rangenommen habe. Mit dem Popo, ja. Oh, herzlich willkommen, Kibbel. Ja, hallo. Und hallo, Mary. Hallo. Oh, guck mal, du hast eine Lebenswasserblume gepflanzt. Ja. Weg hier. Ja. Jetzt aber los, jetzt aber raus hier. Ah ja. So, okay, wir haben, wie hieß ja, Elektra? Nee, Lunatic? Nee. Frosta, wir haben Frosta abgeholt. Ja. Ich glaube, wir spiegeln ja gerade völlig verkehrt ab. Oh, guck mal. Wir wollen nicht mit dem Schiff. Ja. Ja, vielleicht bringt ihr uns zu einem geheimen Ort. Zur Rainbow Road. Zu der Road. Wüste oder was? Zur Rainbow Road, genau. Ach so. Der Hafen ist zugefroren, das sieht aber ganz schön flüssig aus, das mal. So verschliffen. Das ist bestimmt Sorbet. Auch nicht schlecht, ne? Chili. Ja, das ist doch eigentlich, das wäre mal so ein richtig cooler Flashmob. Wenn dann ganz, 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 ganz viele Leute ihren, so Wackelpudding, die Fälle des ewigen Eises sind im Süden, bla. Hat man schon mal. Wenn so ganz viele Leute, falscher Knopf, Kibbel. Ja. Aber du kannst es trotzdem machen. Wenn ganz viele Leute so Wackelpudding ins Meer kippen würden. Ist wieder an den Debian noch, oder? Quatsch, an den Ubuntu noch, oder was? Läuft doch gut. Ausnahmsweise, gerade mal. Hast du irgendwas gemacht, sei ehrlich? Nein, ich habe nichts, wirklich nichts gemacht. Komisch. Hallo, hier sind wir. Juhu. Komm, dafür darfst du jetzt ein bisschen rumfahren. Egal. Jetzt geht's ab. Du darfst es dann immer fahren. Wo fahren wir jetzt Wüste. Hin? Wüste! Du siehst die roten Punkte auf der großen Karte? Da ja, die sehe ich blinken. Da müssen wir hin. Okidoki. Wir müssen den Wald und die Wüste und noch irgendwas. Wir sind voll schnell, oder? Oh, geht voll ab, ey. Voll krass. Voll krass schnell, ey. Oh, guck mal, eine Herzinsel. Ah. Das war das Herz von Afrika. Ja. Das sind die Easter Eggs, ne? Das ist nicht die Wüste. Wo ist die Wüste? Hey! Lass doch ran! Da müssen wir hin! Nee, Mary wollte in die Wüste. Ja. Nee, ist es egal. Guck mal, die das Wüste war nur das zweite, wo er gesagt hat. Die Wüste ist ganz da unten rechts. Das ist die Wüste. Das sah wüstenmäßig aus. Nee. Sah nach erdrückender Hitze aus. Oh. Okay. Ja. Ich habe mich gerade überzeugen lassen, dass wir doch nochmal anders hingehen. Tja, liebe Leute, so seht ihr, wie man hier einen Part locker flockig mal in die Länge ziehen kann. Guck mal, der wieder dabei mit dem Finger wackelt. Als ob er so mit dem, so, ja, yeah, ich bin ein Heavy-Metal-Rocker, yo, yo. Was sagt uns das? Was? Wenn Pick Finger fertig ist? Dono? Deine Finger sind Finger fertig. Was? Dann habe ich nicht zu viele Dinger. Im Umgang mit einer Flöte. Aha. Oho. 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 Ha. Welch Schelm, wer Böses dabei denkt. Aha. Das ist auch nur Popo-Öl. Da hast du was gebracht jetzt mit deinem Popo-Öl, ne? Ich glaube, hier sind wir verkehrt, ne? Nee. Oh. Mal gucken, ob wir noch einen besseren Strand finden. Verfahren! Jetzt, Punkt, hast du was gebracht mit dem Popo-Öl, oder? Das werde ich jetzt. Würde ich jetzt bis zum Ende. Die ganzen. Alle Parts werden. Alle Parts bis zum Ende. Handeln. Bei jedem Part einmal mindestens. Da. Zack. Geschafft. Endlich. Ach, geil, sind wir hier. Na dann, auf ausrüsten. Das ist deine Stadt, Mann. Jo, endlich zu Hause. Ja. Hier riecht's aber so komisch, hier riecht's nach Maggi. ist ja voll doof. Alles klar. Alles klein. Tschüss, Mann. Tschaußen. Tschüss, Mann. Ich bin Tiger. Zuerst war eine Frau. Eine afroamerikanische Frau. Krass. Sicher ist es heiß hier, aber so heiß war es noch nie. Ich hab mir Gesicht verbrannt.
Ich brauche vielleicht ein Solarium. Und ist Final Destination mäßig eingeschlafen. Seit jeher. Nein, sowas sagt man nicht. Es ist ein afroamerikanischer Mensch. Lebensversorgung. Dunkelhäutig. Kann auch dunkelhäutig sein. Ist auch okay, oder? Ja, man müsste mal die Leute fragen, wie sie gerne genannt werden wollen. Also, wenn man GTA glauben darf, dann nennen die sich alle sowieso nur Nigger. Wie so wollt ihr genannt werden? Bitte schreibt es in die Kommentare. Ja. Wir wollen ja korrekt auch antworten, wenn es um diese dunkelhäutigen Mitbewohner hier geht. Ein Geschütz. Oder vielleicht auch afroamerikanisch oder wie auch immer. Ja. Oder wenn dann können wir es ja ganz fair machen. Dann nennen wir uns schwach pigmentiert und die anderen halt mehr pigmentiert oder so. Keine Ahnung. Die Eltern des Jungen wurden von Ninjas angegriffen. Ja, das will ich. Seitdem wurden sie vermisst. Ich werde vermisst. Ich bin noch wieder da. Mutti. Die Eltern werden vermisst. Oh. Halt. Ja. Das sind eben die Freunde der Sonne. Die vergessen halt auch immer mal was. Hast du gehört? Was? Die Freunde der Sonne vergessen halt auch immer mal wieder was. Ah ja. Die hat ganz vergessen, dass du wieder zu Hause bist. Ach so. Aber war das jetzt nicht unbedingt falsch übersetzt dann? Weil du standst ja genau davor. Nein, das habe ich bloß so gesagt. Das. Okay. War das nicht dein Zuhause? Nein. Ich wohne doch bei Adler nebenan. Ach ja, stimmt, ja. In der Festung. Aber guck mal, hier ist kein stark pigmentierter Verkäufer. Ja, muss ja auch nicht. Der muss ja auch nicht sein. Guck mal, guck doch mal jetzt diese ganzen Wüstenfilme an, wie zum Beispiel die Mumie 2 oder die Mumie 1. Ja, da haben sie auch nur die ganze Zeit Europäer eigentlich zu sehen. Ganz schön rassistisch eigentlich, ne? Ja, das kann man so sehen, das kann man aber auch so sehen. Wenn ich mir da manche Trickfilme angucke, die da heute produziert werden, ja, da ist dann völlig ohne Grund ein Indianer dabei, völlig ohne Grund ist da ein Eskimo dabei, oder ein Inuit besser gesagt, ja. Genauso gut kannst du auch eigentlich auf jeden verzichten. So, guck mal, hier ist ein besoffener Opa. Die Stadt ist das Tor zur Wüste, richtig? Das ist eine Frau. Macht nichts, ist in Ordnung. Dort liefen die Geschäfte noch sehr gut. Aber das nächste Mal ist bitte Kreide. Ich muss diese Waren irgendwie nach denen bekommen. Ah. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll mit all den Ninjas und Monstern in der Gegend. Guck mal, der hat einen dicken Bauchnamen. Guck dir den an, geil. Hast du wieder so ein Digger, afroamerikanischer Mitbürger? Ja, aber der hat blondierte Augenbrauen. Ja, aber bestimmt. Also so viele Monster in letzter Zeit. Die Wüste ist übersät mit ihnen. Arr, was für ein Tag. Mein Schiff wurde in Narava Ninjas überfallen. Was wurde von Narava Ninjas überfallen? Arr, ja. Wahrscheinlich liegt es jetzt auf dem Grund des Meeres. Arr. So ein Mist, aber da werden wir nie hinkommen. Kibbelt, das ist dein Part. Am südlichen Ende der Wüste befindet sich das Tal der Flammen. Tal der Flammen? Juhu, das klingt nach Visovio. Tiger hier synchronisieren, Schwarzen synchronisieren. Das war's. Ich verschwinde aus dieser gruseligen Wüste so schnell ich kann. Ja, mach das. Das ist wirklich. Guck mal, das ist noch so ein Bauchnabel-Opa. Hast du Gerüchte über das Geisterschiff gehört? Das um dieser Buka segelt, so. So, ja. So. Was? Du warst auf dem Schiff? Unglaublich. Dafür rede ich nicht mehr mit dir. Ich bin ein NPC mit unfertigem Text. So. Jo, ja, guck mal, Kind. Ich habe eine dicke Katze. In einem großen Sack auf dem Rücken gesehen. Die hat einen dicken Sack mit einem fetten Knüppel. So. Was für ein College-Humor. Geil. Was ist los mit den Navarre-Räubern los? Versuchen sie, die Welt anzuschreiben. Ja, die haben den dicken Knüppel und einen Sack. Oh, guck mal, was ist denn hier los? Willkommen.
Oh, endlich ja. Oh ja, Schokolade kaufen. Schokolade von nicht Lego, von nicht Schwarzen. So. Schokis. Schoki. Ja. Schoki. Schoki. Aber Schoki. Noch ein bisschen mehr Schoki. Schokolade. Schoko, Schokolade. Jeder mag sie. Jeder? Nicht jeder. Jeder. Nicht jeder. Es gibt, für jeden gibt es eine bestimmte Schokolade. Und wenn es Tofu-Schokolade ist. Sag mir Gutes. Man kann auch sagen, die schokoladengebräunten Mitbürger. Also schreibt's in die Kommentare, was ihr gut findet. Schreibt's in die Kommentare. Ja, können wir uns auch mal ein bisschen damit eindecken, wa? Ja. Ja. Wir haben genug. Wir sind zu gut für das Spiel. Definitiv. So, eins noch so. Ist das? Ja. Magieauswirkung. Naja. Nicht besonders notwendig, aber. Was Stern traut, was macht denn das? Zustände. Ja. Oder? Ja. Achso, wir können nichts weiter tragen, ne, dann weg damit. Noch Wolfmann? Nee, geh weg. Du bist ein Böser. Guck so grimmig. Kennen wir uns? Wie auch immer, ich muss weiterarbeiten. Arbeiten! Ist ja wie ein Sklave, ey! Stress! Nee, nicht! Alter! Ich wusste es doch, das ist doch ein Sklavenhandel hier. Mein Mann kann selten nach Hause, doch seit er angefangen hat zu arbeiten, ist er jede Nacht hier. Ach, wir haben ihn bekehrt. Ich habe ihn bekehrt. Toll. Er hat sich irgendwie verändert. Wahrscheinlich ist er jetzt auch schlank. Zack hat er gekriegt. Papa spielt viel mit mir. Ich hoffe, Papa kommt bald nach Hause. Bin da, wer noch? Aber müsst ihr dann schreiben, Papa spielt nicht viel mit mir, weil er immer so viel arbeitet? Nee, der ist doch jetzt abends immer zu Hause. Geändert. Ja, abends ist er noch bei der Frau, da kann er gleichzeitig beim Kind sein. Doch, das geht. Aha, guck, das Kind tut wohl der Leuchte halten, oder was? Jo. So, ja, jetzt hier runterspringen, los. Nee, geht los. Aber ich finde das falsch synchronisiert. Da fehlt, also wenn er so viel arbeiten muss, also irgendwie gleichzeitig kann er es auch nicht machen. Vielleicht arbeitet er im Kindergarten. Das ist der Typ hier drüben, der hier links arbeiten wird, der Schwarze. Ne? Also ich finde es trotzdem ein bisschen merkwürdig, du. Der da. Das ist der Vater, weißt du? Mhm. Das haut ja irgendwie nicht hin, irgendwie. Naja, doch. Ist schon okay. Nee. Das können wir nicht da mitnehmen. Waren wir schon. Da waren wir überhaupt nicht. Doch, da waren wir schon. So, weiter geht's. Ja, so, ich nehme den da mal mit. Ja, das ist unser Führer. Oh, guck mal, das ist ein schöner Dino. Der erdrückenden Hitze. Füße der erdrückenden Hitze. Oh, der Part ist vorbei, Leute. Oh, lass uns hier mal schön abmoderieren. Ja. Wie es in der Wüste weitergeht und so, ne? Ja. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja, Leute, also, bis zur nächsten Folge und ja, wir sehen uns da, ne? Genau. Wie es in der Wüste weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis dahin und tschaußen. Ja, vorher war es Sklavenarbeit. Jetzt freust du dich drauf. Oh ja. Vor allem auf das Popoöl. Okay. Tschüss. Ja, genau. Ciao.